finnische Aquador 23 DC ist ein flotter Daycruiser mit klassisch eleganter Linienführung. Obwohl als Zielgruppe eher kleine Familien ins Auge gefasst wurden, überzeugt das gut 7 Meter lange Schiff mit großartigen Fahrleistungen und einem entsprechend hohen Fun-Faktor. Die Rumpfgeschwindigkeit der Aquador 23 DC liegt bei 20 Knoten. Die wird mit der gefahrenen 5-Liter-Maschine in kürzester Zeit erreicht. Die 270 PS im Heck sind dabei nicht aufdringlich laut, sondern geben Sonor Brummen zu verstehen, dass sie durchaus zu mehr Leistung fähig sind. Und das beweisen sie eindrucksvoll. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei ca. 42 Knoten. Mit der gut handelbaren Trimmung lässt sich das Schiff auch bei Wellenschlag und in engen Kurven sicher beherrschen. Der stabile Rumpf besteht aus einer Divini-Sail-Sandwich-Konstruktion. Die Außenschale ist eine gut 12 mm dicke Lamellierung, in der die Innenschale mittels Vakuumtechnologie befestigt ist. Zusätzliche Polyurethanstreben verstärken die Rumpfstruktur. Auch bei sehr schnellen Fahrten über kabeliges Wasser läuft die Aquador ausgesprochen ruhig und schneidet sich elegant durch die Wellen. Bei Volllastfahrten verbraucht der 5 Liter Volvo Penta Motor ca. 40 Liter Benzin. Beim beschaulichen Cruisen reduziert sich der Verbrauch auf 27 Liter. Damit kommt man mit dem 200 Liter Tank ca. 200 Seemeilen weit. Für Wochenendfahrten und Tagesturns durchaus akzeptable Werte. Auch bei den inneren Werten hat die finnische Werft nicht gespart. Gemütliche Akzente werden mit der reichhaltigen Verwendung von Holz in Cockpit und Plich gesetzt. Die Teakholzveredelung im gesamten Schiffsbereich ist im Grundpreis inbegriffen. Die abgesteppten zweifarbigen Polster, Einlegearbeiten im Tisch und gut verarbeitete Oberflächen vermitteln einen sehr gediegenen Eindruck. Leider ist durch die Kontuierung der Polster die zum Sonnenbaden einladende Liegefläche in der Plich nicht ganz eben. Da die Polster aber sehr weich sind, kann man damit leben. Skipper- und Beifahrersitz sind aber sehr gut ausgeformt und bieten auch bei rasanten Fahrten angenehmen Seitenhalt. Möchte man dennoch stehen und den Fahrtwind genießen, bietet ein Handlauf entlang der gesamten Frontscheibe jede Menge Haltemöglichkeiten. Der Arbeitsplatz des Skippers ist funktional und übersichtlich. Die Rundinstrumente sind gut ablesbar und die Zubehörliste ermöglicht jeden Wunsch in Bezug auf Navigation und Schiffskontrolle. Unter dem Beifahrersitz befinden sich Spüle und eine geschlossene Spirituskochfläche. Bei dem gefahrenen Boot ließ sich eine ebene Fläche leider nur mit Nachdruck herstellen, was bei mehrmaliger Benutzung zu Schrammen an den Holzzierleisten der Sitzfläche führt. Hier wäre trotz Serienfertigung ein genaueres Augenmaß bei der sonst sehr guten Verarbeitung gefragt. Das gilt auch für das Öffnen des Motorraums. Man muss beide Seitenbänke ein Stück anheben, um die Heckbank zu öffnen. Für eine Person ein schwerwiegendes Unterfangen. Im Motorraum selbst ist auch bei der großen Einbaumaschine noch genügend Platz, um Wartungs- und Reparaturarbeiten problemlos zu erledigen. Für die Motorisierung gibt es ab Werk 5 Motoren, von 161 PS Diesel bis 270 PS Benziner zur Auswahl. Die Badeplattform ist sehr geräumig angelegt und verfügt über eine integrierte Badeleiter. Stauraum für Badesachen ist vorhanden, eine Heckdusche ist gegen Aufpreis erhältlich. Für Tagesturns ist im Cockpit und Plicht ausreichend Platz für ca. 6 Personen vorhanden. Für längere Turns sollte man mit maximal 4 Personen starten. Für sie ist in der Kabine eine bequeme Doppelkoje und eine Hundekoje vorhanden. Eine große Bugluke lässt genügend Licht in die Kabine und sorgt im geöffneten Zustand für eine gute Luftzirkulation. Durch die integrierte Leiter erreicht man hierüber auch bequem und sicher den vorderen Schiffsbereich. Das Bad mit Dusche und Seewassertoilette ist für ein Schiff dieser Größe sehr gut proportioniert und bietet viel Komfort. Der Wohnbereich lässt sich durch ein Verdeck über das gesamte Schiff ausdehnen. Im geschlossenen Zustand befindet es sich komplett montiert hinter der Sitzbank. Mit einigen Handgriffen ist es in 2 Varianten ausklappbar und leicht zu befestigen. Wer sich trotz der leichten Handhabung nicht mit einem Fahrverdeck begnügen will, kann sich die Aquador 23 auch als Hardtop-Version bestellen. Insgesamt ist die Aquador 23 eine gelungene Mischung aus Stil, Sicherheit und Spaß. Sie eignet sich durchaus zum Kräftemessen auf freiem Küstengewässer, aber auch zum gemütlichen Dahingleiten und den Tag zu genießen. Die finnische Werft Bella Vinet Oy stellt mit diesem Daycruiser ein sehr stabiles und formschönes Schiff zur Verfügung. Die Verarbeitung ist weitestgehend gelungen, sodass man mit diesem Flitzer lange Spaß haben kann.